Hallo und herzlich willkommen bei Bodyboom. Ich bin die Bea, Hanna ist mit dabei und natürlich auch Diana. Wir sind heute bei Pilates Advanced 1 angekommen. Du hast entweder schon Vorkenntnisse im Pilates oder hast meine beiden Basic-Kurse durchgemacht. Die Übungen sind etwas anspruchsvoller und erfordern mehr Kraft und Ausdauer. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem Warm-up an. Viel Spaß heute! Leg dich dazu auf deine Matte. Die Beine sind aufgestellt, hüftbreit. Die Füße haben den gleichen Abstand wie deine Knie. Und nun nimm deine Hände auf deinen Brustkorb, auf deine Rippenbögen. Atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Achte nun darauf, dass deine Rippenbögen vorne verschlossen sind. Mach weiter in deiner normalen Atmung. Atme in deine Hände hinein wie in ein Akkordeon. Und nach fang an, deine Bauchmuskeln anzuspannen, den Bauchnabel zur Wirbelsäule zu ziehen, die seitlichen Bauchmuskeln anzuspannen. Nun bleibt der Bauch ganz fest. Dazu kommt die Beckenbodenmuskulatur. Versuch sie in Grundspannung zu bringen. Mach den Schließmuskel zu und diese Grundspannung von Bauch und Beckenboden versuchen wir das komplette Training aufrecht zu erhalten. Rippenbogen immer darauf achten, dass da vorne verschlossen bleiben sollte und du in deine seitlichen Flanken hineinatmest. Sehr schön. Kostet am Anfang etwas Übung, aber es lohnt sich, um eine wunderbare Rumpfspannung zustande zu bringen. Sehr schön. Nun darfst du deine Hände wieder vom Brustkorb nehmen. Leg deinen Zeigefinger auf deinen Beckenknochen. Der Daumen kommt auf deinen unteren Rippenbogen. Im Moment befindest du dich in der neutralen, Position. Das bedeutet, ungefähr eine Hand hat zwischen dir, deiner Lendenwirbelsäule und der Matte Platz. Mit dem nächsten Ausatmen kippst du dein Becken in Richtung Bauchnabel und mit dem Einatmen zurück. Mit dem Ausatmen, wenn du dein Becken zu dir kippst, kommst du in die Imprint-Position und mit dem Einatmen in die Neutrale zurück. Ausatmen, Imprint. Und einatmen, komm wieder in die neutrale Position zurück. Die Finger sind dazu da, indem du spürst, dass sich der Abstand zwischen deinen Fingern verringert, sobald du in Imprint gehst. Versuch weiterhin, deine Bauchmuskeln kräftig anzuspannen, den Bauchnabel zur Wirbelsäule zu ziehen. Dein Beckenboden ist unter Grundspannung. Und mit dem nächsten Mal ausatmen, das letzte Mal Imprint, komm in die neutrale Position zurück und nimm beide Hände, die Arme gestreckt nach oben, die Handflächen zeigen zueinander, Arme sind gestreckt. Und mit dem nächsten Einatmen ziehst du die Schulterblätter auseinander und mit dem Ausatmen Ausgangsposition zurück. Einatmen, zieh die Fingerspitzen weg von dir und ausatmen. Komm wieder zurück in die Ausgangsposition. Mach das weiterhin in deinem Atemrhythmus und achte darauf für dich, dass die Arme hier immer gestreckt bleiben. Die Schultern sind tief und weg von den Ohren. Der Kopf liegt in einer neutralen Position auf dem Boden und natürlich bleibt der Bauch fest. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule und hier im Schulterbereich sind es nur kleine Bewegungen, je nachdem, wie beweglich du in deiner Schultermuskulatur, in deinen Schultern eben bist. Und dann drehen wir die Bewegung um. Bleib zuerst in der Ausgangsposition verharren und mit dem nächsten Mal einatmen. Ziehst du die Schulterblätter nach hinten unten in deine Hosentasche. Mit dem Ausatmen kommen wir wieder zurück in die Ausgangsposition. Einatmen, zieh sie nach hinten unten zurück und ausatmen, komm wieder zurück. Sehr schön.
Auch hier wieder sind es nur kleine Bewegungen, die dich am Anfang etwas irritieren könnten, aber mit viel Übung kannst du hier im Schulterbereich einfach beweglicher werden und die Muskulatur wird geschmeidiger durch diese Übungen. Sehr schön. Dann darfst du hier deine letzte Wiederholung machen. Komm zurück in die Ausgangsposition mit deinen Armen und mit dem nächsten Mal einatmen. Nimmst du die Arme nach hinten über Kopf. Ausatmen, zeichne einen Kreis mit deinen Armen. Einatmen über Kopf und ausatmen. Mach einen Kreis mit deinen Armen. Der Bauch bleibt dabei fest, natürlich. Beckenboden ist unter Spannung. Und die Schultern bleiben immer weg von den Ohren. Mach die Übung weiter in deinem Atemrhythmus. Auch hier sollten die Arme immer gestreckt bleiben. Und geh nur so weit mit den Armen nach hinten, dass deine Brustwirbelsäule nicht ausweicht. Das heißt, deine BH-Linie hinten am Rücken bleibt immer im Kontakt mit der Bodenmatte. Nun dreh die Bewegungsrichtung um, mach den Kreis in die andere Richtung. Der Bauch bleibt fest, Beckenboden bleibt unter Spannung und die vorderen Rippenbögen bleiben immer geschlossen. Sehr schön. Du darfst auch hier nun deine letzte Wiederholung machen. Leg die Arme neben deinem Kopf ab und mit dem nächsten Mal einatmen. Ziehst du das Kinn in Richtung Brust. Ausatmen, Ausgangsposition. Einatmen, mach eine Ja-Bewegung mit dem Kinn und ausatmen zurück. Als wenn dich ein Faden hinten lang zieht und ausatmen zurück. Auch hier ist wieder der Fall, es sind nur kleine Bewegungen. Aber dennoch versuch dich darauf zu konzentrieren. Die Nackenmuskulatur wird mit dem Einatmen und Kinn nach vorne, mit dem Einatmen wird die Nackenmuskulatur hinten gedehnt. Mit dem Ausatmen kommen wir wieder zurück in die Ausgangsposition. Einatmen nach vorne und ausatmen, kommen wieder zurück. Sehr schön. Dann darfst du hier deine letzte Wiederholung machen und wir sind mit dem Warm-up fertig und kommen zum Hauptteil. Schwing dich damit mit dem rechten Bein nach oben. Die Beine sind wieder aufgestellt, hüftbreit, die Füße sind flach auf dem Boden. Und nun nimm die Hände an die Schläfen. Schau, dass dein Rücken hier schön gerade ist. Nimm einen Atemzug zur Vorbereitung. Schultern sind tief, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Und mit dem Ausatmen kippst du dein Becken und rundest dich maximal rund wie ein C. Einatmen, richte dich ganz auf, mach dich gerade. Ausatmen, runde dich maximal und einatmen, komm wieder nach oben. Rund machen und einatmen, komm wieder nach oben. Wichtig hierbei ist, dass du nur so weit nach hinten gehst mit deinem Gewicht, dass die Füße noch flach am Boden bleiben. Zwischen Kinn und Brust sollte immer ungefähr eine Faust Abstand bleiben, um die Halswirbelsäule nicht zu überstrecken. Spann deinen Bauch an, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule und lass den Beckenboden natürlich unter Spannung. Schultern bleiben tief. Wunderbar. Dann darfst du hier deine letzte Wiederholung machen. Komm wieder zurück in die Ausgangsposition und nimm die Hände weg von den Schläfen. Nimm die Hände hinter die Oberschenkel, die Beine bleiben in der gleichen Position. Und mit dem nächsten Einatmen kippst du zuerst dein Becken. Mit dem Ausatmen rollst du dich Wirbel für Wirbel nach hinten zurück. Hände mit dem Einatmen nach oben. Mit dem Ausatmen rollst du dich Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Wenn du es schwieriger möchtest, nimmst du die Hände weg von den Oberschenkeln. Nimmst sie mit dem Einatmen nach oben. Und mit dem Ausatmen rollst du dich Wirbel für Wirbel nach hinten zurück. Einatmen, Hände nach oben und ausatmen, der Kopf beginnt zu rollen. Einatmen und ausatmen, roll ich Wirbel für Wirbel nach hinten zurück.
mach das auch weiterhin in deinem Atemrhythmus. Falls dir die schwierige Variante, falls dir dabei die Füße abheben oder du mit deiner Bauchkraft nicht nach oben kommst, dann bleib hier bei der leichten. Nimm die Hände immer hinter die Oberschenkel, sei es beim Abrollen oder auch beim Hochkommen. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt ist mein Bauch gut trainiert, dann nimm die Hände weg von den Oberschenkeln. Dann macht der Bauch einfach mehr Arbeit ohne die Unterstützung der Arme. Auch hier sollten die Füße flach am Boden bleiben und die Schultern immer tief gezogen werden. Sehr schön. Dann darfst du auch hier deine letzte Wiederholung machen. Wenn du schon unten am Boden bist, dann bleib gleich unten. Ansonsten roll dich mit mir zusammen Wirbel für Wirbel nach hinten ab. Und mit dem nächsten Ausatmen kippst du dein Becken hier in deine Richtung, in Richtung Bauchnabel, geh in Imprint, heb das rechte Bein, heb das linke Bein in Tabletop, Knie und die Beine sind geschlossen, Füße sind gestreckt, Kopf und Schultern heben sich vom Boden ab und die Arme kommen parallel zum Boden. Wir machen 100, auch 5-mal einatmen, 5-mal ausatmen. Wenn du hier mehr möchtest, dann streckst du die Beine 45 Grad nach oben. Achte immer darauf bei dieser Übung, dass du im Imprint bleibst. Das heißt, drück deine Lendenwirbelsäule richtig kräftig in den Boden. Und besonders in der Stellung, wenn du deine Beine nach oben im 45-Grad-Winkel hast, bleib hier im Imprint. Lendenwirbelsäule hat zwischen der Matte und dir ungefähr noch eine Briefmarkenbreite Platz. Die gestreckten Arme pumpen wie gegen einen Widerstand nach unten. Zwischen Kinn und Brust passt ungefähr eine Faustabstand und dein Blick bleibt auf die Knie gerichtet. Damit ist gewährleistet, dass du hinten im Hals nicht überstreckst. Wunderbar. Dann darfst du hier deine letzten Wiederholungen machen mit Einatmen und Ausatmen. Und wenn du fertig bist, darfst du Kopf und Schultern am Boden ablegen und mit dem Ausatmen das rechte Bein nach unten, das linke Bein ablegen und dich auf den Bauch umdrehen. Wunderbar. Falls du heute Probleme haben solltest im Lendenwirbelsäulenbereich, wenn es dir im Rücken etwas zwickt, dann darfst du die Beine leicht öffnen. Ansonsten schließ die Beine, streck sie aus und deinen Kopf nimmst du nach unten. Die Nasenspitze schwebt über dem Boden. Die Hände sind hier an der Hosennaht. Im Moment sind deine Schultern nach unten entspannt. Mit dem nächsten Einatmen ziehen wir zuerst die Schulter nach hinten. Mit dem Ausatmen hebt sich dein Oberkörper nach vorne ab. Atme nochmal zur Vorbereitung ein, nimm die Schultern ganz weit nach hinten. Und mit dem nächsten Ausatmen zieh deine rechte Hand nach hinten in Richtung Fuß. Einatmen, komm wieder zurück. Ausatmen, linke Hand zieht nach hinten. Und einatmen, komm zurück. Dein Kopf bleibt immer nach unten, der Blick bleibt nach unten gerichtet. Sehr schön. Achte hier wieder darauf, dass dein Bauchnabel zur Wirbelsäule zieht in dieser Position. Hab das Bild im Kopf von einem Eiswürfel, der unter deinem Bauchnabel liegt und der darf nicht zerschmelzen. Die Beine liegen ganz schwer am Boden, sind im optimalen Fall geschlossen. Dein Schambein drückt richtig fest in die Matte hinein und die Schultern sind tief. Und wir haben hier eine kräftige und eine gleichzeitige Oberkörperrotation, eine Mobilisation von der Wirbelsäule. Wunderbar. Dann darfst du hier deine letzte Wiederholung machen. Bleib aber in dieser Position. Leg mal kurz deinen Oberkörper ab. Und mit dem nächsten Einatmen ziehst du die Schulterblätter wieder aktiv nach hinten. Mit dem Ausatmen kommst du nach oben hoch. Mit dem Einatmen ziehst du deine Schulterblätter aktiv nochmal hier nach hinten. Ausatmen, der kleine Finger zieht von beiden Händen nach oben. Einatmen, Hände zurück. Ausatmen, Hände nach oben. Und einatmen, zurück. Wenn du hier mehr möchtest, dann bleib hier oben mit den Händen und mach Pulses. Und der Atem fließt weiter.
Der Oberkörper bleibt dabei wirklich unter Spannung. Nur die Arme irritieren hier den Oberkörper durch diese Pulse. Auch hier gilt natürlich wieder, Beine schwer am Boden. Schambein drückt ganz fest in den Boden hinein. Der Bauchnabel sollte möglichst weg von der Matte und geh nur so weit nach oben, dass dein letzter Rippenbogen hier wirklich noch auf der Matte bleibt. Und Schultern sind tief. Der kleine Finger zieht dich in diesem Fall richtig nach oben in Richtung Decke. Du hast es gleich geschafft. Mach hier deine letzte Wiederholung. Und leg den Kopf und die Schultern am Boden ab. Nimm die Hände neben deinen Kopf und drück dich nach hinten in den Shell Stretch. Nimm die Arme hinter dich, leg sie neben deinen Körper ab. Die Stirn kommt in Richtung Knie und runde dich maximal. Zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und auch hier gilt, geh nicht weg von der Pilates-Atmung. Versuch auch hier weiterhin, deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule zu ziehen. Mach dich hier möglichst rund, lass deinen Beckenboden unter Spannung und zieh die Arme schön weit nach hinten. Sehr schön. Nun komm hier mit dem nächsten Mal ausatmen, Wirbel für Wirbel. Nach oben hoch, der Kopf ist das Letzte, was oben ankommt. Und setz dich an das vordere Ende oder an den Anfang, je nachdem, wie es dir siehst, an deine Matte. Beine sind geschlossen. Die Fußspitzen, die schweben über dem Boden. Du setzt dich vom Gefühl her etwas hinter deine Sitzbeinhöcker. Die Arme sind hier hinter den Oberschenkel. Und mit dem nächsten Mal ausatmen, kippst du dein Becken und rundest dich maximal. Einatmen, komm wieder nach oben. Ausatmen, du kippst und rundest dich und einatmen nach oben. Diese Übung ist etwas wackeliger als die vorhergehende, weil eben die Fußspitzen keinen Kontakt mehr mit dem Boden haben. Und komm wieder zurück. Wenn du es hier etwas schwieriger möchtest, dann nimm die Hände weg von den Oberschenkeln, nimm sie vorne an dein Schienbein. Das macht das Ganze gleich noch etwas wackeliger. Wir werden gleich weitermachen mit dem Rollen. Wenn du heute spürst, deine Lendenwirbelsäule tut zu sehr weh oder du hast eine Verletzung, dann bleib hier in dieser Vorübung. Ansonsten gehen wir mit mir zusammen in den Rolling Like a Ball. Wir konzentrieren uns nochmal auf unsere Haltung. Die Schultern sind schön tief. Und mit dem Einatmen rollen wir nach hinten. Ausatmen, kommen wir dann nach vorne. Einatmen, mach dich maximal rund. Und ausatmen, komm wieder nach vorne. Immer wieder auspositionieren und komm wieder nach oben. Bei dieser Rollübung ist es wichtig, dass du nur maximal bis zu den Schultern rollst. Die Halswirbelsäule wird nicht berührt, weil die sehr verletzungsanfällig ist. Deswegen roll nur bis zu den Schultern und versuche, dass die Knie immer den gleichen Abstand zu den Oberschenkeln haben und du möglichst ohne Schwung in die rollende Bewegung gehst. Bauch bleibt dabei unter Spannung. Zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule und natürlich ist der Beckenboden ganz fest. Blick bleibt auf den Knien gerichtet. Dadurch ist der ideale Abstand zwischen Kinn und Brust gewährleistet. Wunderbar. Dann darfst du hier deine letzte Rolle machen und komm wieder nach oben in die aufrechte Position. Nimm deine Matte. Roll sie dir hinten ein und wir basteln uns damit ein kleines Podest. Für all diejenigen unter uns, die an der hinteren Beinmuskulatur etwas verkürzt sind, die dürfen die Beine etwas anwinkeln. Ansonsten schau für dich, ob du die Beine strecken kannst. Das Wichtigste dabei ist einfach der ganz gerade Rücken. Wir nehmen hier die Hände an die Schläfen. Wir atmen ein zur Vorbereitung und mit dem Ausatmen rotierst du nach rechts. Einatmen, komm wieder zur Mitte. Ausatmen nach links. Und einatmen, komm wieder zur Mitte. Mach den Bauch ganz fest. Und einatmen, komm wieder zur Mitte.
Jawohl, sehr schön. Kontrolliere immer wieder für dich deinen Rücken. Ist er gerade? Sind die Schultern schön tief? Und geht hier diese Drehbewegung wirklich aus dem Rumpf heraus? Nicht die Schultern initiieren diese Drehbewegung, sondern rein hier der Rumpf. Ja. Wunderbar. Dann darfst du hier pro Seite deine letzte Wiederholung machen. Die Arme gehen wieder vom Kopf nach unten und entrolle deine Matte nach hinten. Roll dich Wirbel für Wirbel mit dem Ausatmen nach hinten ab. Nimm deine Hände neben dem Körper. Die Beine sind wieder hüftbreit aufgestellt. Die Füße haben den gleichen Abstand wie die Knie. Und schau, dass du die Füße nun etwas näher an dein Gesäß ranbringst. Nicht zu eng, ungefähr, dass eine Fußlänge zwischen deinen Füßen und dem Gesäß Platz hat. Schultern sind schön tief. Mit dem nächsten Ausatmen kippst du zuerst das Becken zu dir ran in Imprint und rollst dich dann Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Oben halten und einatmen und mit dem nächsten Mal ausatmen rollst du dich wieder Wirbel für Wirbel nach unten zurück. Einatmen, ausatmen, zuerst das Becken kippen und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Die Schultern bleiben tief. Wenn du oben bist, gilt, du kannst gerne mal einen Blick riskieren. Siehst du da die Knie noch? Dann bist du nicht so weit oben mit dem Becken. Das kannst du gerne immer wieder kontrollieren. Wir bleiben das nächste Mal, wenn wir oben sind, bleiben wir oben und kommen gleich weiter zur nächsten Übung. Mit dem nächsten Mal ausatmen, hebst du den rechten Fuß leicht an. Einatmen, senken. Ausatmen, linken Fuß. Und einatmen, senken. Wenn du hier möchtest, wenn es dir zu einfach erscheint, dann nimm beide Arme gestreckt nach oben. Und mach weiter in deinem Atemrhythmus. Wenn die Arme nach oben gestreckt werden, ist das Ganze etwas wackeliger, dann ist es umso wichtiger, dass du hier wirklich auf deine Rumpfspannung achtest. Lass das Becken nicht absenken, sondern lass es weiter oben. Zieh den Bauchnabel fest zur Wirbelsäule, mach den Beckenboden schön wieder in die Grundspannung, lass deine Schultern dennoch tief und der Blick ist nach oben gerichtet. Sehr schön. So. Nun pro Bein eine letzte Wiederholung. Und mit dem nächsten Ausatmen rollst du dich Wirbel für Wirbel nach unten zurück. Wir drehen uns von hier aus gleich auf die Seite. Auf den ausgestreckten Arm, die Stützhand ist vorne. Dein unteres Bein ist ganz leicht nach vorne angewinkelt, um die Stabilität zu geben. Denk an den Taillentunnel. Schieb deinen oberen Beckenknochen mehr in Richtung Ferse, damit hier der Taillentunnel entsteht. Das obere Bein ist gestreckt. Und wir kicken zweimal mit dem Einatmen vor. Der Fuß ist flex zu dir rangezogen, die Fußspitzen. Und ausatmen zurück. Vor flex und pollen zurück. Wenn es dir hier zu einfach erscheint, dann strecke gern deinen Stützarm vorne weg, dann wird das Ganze etwas wackeliger. Ansonsten bleib gern in der leichteren Variante. Nicht jeder Tag ist ein Balancetag. Du kannst für dich immer wieder selbst entscheiden, wie wackelig es du an dem jeweiligen Trainingstag haben möchtest. Denk hier an diesen Taillentunnel. Zieh den Beckenknochen in Richtung Ferse. Lass deinen vorderen Rippenbögen, lass die Bögen vorne verschlossen, Schultern tief und natürlich immer wieder lächeln. Dann macht das Ganze gleich noch viel mehr Spaß. Dann mach hier deine letzten Kicks nach vorne, komm wieder zurück und leg dich von hier aus gleich, roll dich auf den Bauch. Die Füße sind nun verschlossen, die Beine sind gestreckt, die Hand
Die Hände sind zusammengefaltet und der Kopf, die Stirn liegt drauf. Bauchnabel zieht weg von der Matte in Richtung Wirbelsäule. Wir kicken nun mit dem rechten Fuß mit dem Ausatmen zweimal in Richtung Gesäßflex. Einatmen, Point zurück. Linker Fuß. Einatmen, Point zurück. Achte hierbei darauf, dass du nur so dynamisch kickst, dass dein Rumpf wirklich möglichst fest bleibt. Mach es nicht mit zu viel Schwung, sondern achte darauf, dass deine Rumpfspannung erhalten bleibt und dein Oberkörper sich nicht zu sehr hin und her bewegt. Die Übung mit den Füßen dient auch zur Koordination, gleichzeitig zur Dehnung, einmal im Wadenbereich bei Flex und dann wieder zur Streckung, wenn du den Fuß Point ziehst. Lass ansonsten deine Beine schwer am Boden liegen, drück dein Schambein in Richtung Matte und lass deine Schultern so gut es geht entspannt. Natürlich zieht auch hier der Bauchnabel zur Wirbelsäule und der Beckenboden ist ganz fest. Dann darfst du hier deine letzten Kicks pro Bein machen. Drück dich mit den Händen seitlich am Kopf hoch. Und wir gehen nach drüben auf die andere Seite. Der ausgestreckte Arm, dein Kopf liegt darauf, die Stützhand ist vorne, dein unteres Bein ist leicht nach vorne angewinkelt, der Taillentunnel entsteht, indem du deinen oberen Beckenknochen in Richtung Ferse ziehst und wir kicken zweimal Flex nach vorne mit dem Einatmen, Ausatmen, Point zurück. Zweimal kicken und ausatmen, Point zurück. Natürlich gilt auch hier, wenn du es schwieriger haben möchtest, nimm den Stützarm vorne weg, streck ihn in Richtung Decke. Das darfst du wieder ganz individuell für dich gestalten, wie du möchtest. Natürlich gelten hier auch wieder die gleichen Grundprinzipien. Ich wiederhole sie gern nur immer wieder mal. Der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Beckenboden bleibt in Grundspannung. Der Taillentunnel hier bleibt. Kick nur so dynamisch nach vorne und nur so weit nach vorne, dass dein Rumpf hier stabil bleibt. Du könntest was auf deinen Beckenknochen balancieren oder ein Rotweinglas und nichts verschüttet. Mit solchen Bildern im Kopf, denke ich, kannst du es ganz gut einschätzen, wie wackelig dein Oberkörper sein darf und wie nicht. Wunderbar. Dann darfst du hier deine letzten Wiederholungen machen. Leg den Arm nach unten ab, falls du ihn oben hattest. Füße dürfen wieder nach unten gestreckt werden auf den Boden und dreh dich auf den Rücken auf deine Matte. Gratulation, du hast es geschafft. Du hast Advanced 1 hinter dich gebracht und streck die Arme und die Beine weg von dir. Geh wieder weg von der Pilates-Atmung. Du darfst nun wieder in deinen Brustkorb hineinatmen. Er darf sich nach oben weiten und senken. Der Bauchraum darf sich wieder nach oben heben und auch wieder senken. Atme kräftig in deinen Körper, in den Brustkorb und in den Bauchraum hinein. Streck dich mit allen Vieren in die Länge. Mach es dir so gemütlich, wie du möchtest. Lass alle Anspannung aus deinem Körper entweichen und mit jedem Mal ausatmen, lass alle Anspannung aus dir raus. Natürlich darfst du gern dabei die Augen schließen, ganz wie du möchtest. Dann nimm hier in dieser Position noch zwei Atemzüge. Atme nochmal bewusst für dich ein und aus. Und komm dann mit mir auf die Seite und drück dich mit einem auf einem Bein hoch. Stell dich bequem auf die Matte, ungefähr hüftbreit, verlagere das Gewicht auf den kompletten Fuß. Wir nehmen die Hände nach vorne und atmen gemeinsam ein und aus. Zuerst auf die rechte Seite. Atme nach rechts ein, nach unten aus.
dann kommt nach links ein und nach unten aus. Beide Hände nach oben strecken, ein und alles raus, aus. Nochmal das Gleiche, nach rechts hinten ein, nach unten aus, nach links ein und nach unten aus. Ein letztes Mal nach oben strecken, ein und alles raus, aus. Daumen hoch, du hast es geschafft. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und dass du so toll mitgearbeitet hast. Hanna, Diana und ich freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao bei Bodyboom. Mach's gut.